ich, der Friedrich Letter, wird jetzt aus unserem kleinen Büchel über das Kerzenweiberl vom Sonntagberg ein paar kleine Zeilen vorlesen. Bitte, Fred. Am Sonntagberg, du kennst ihn doch, wo stolze Türme stehen, die mit barocker Lebenspracht hinein ins Ibstal sehen, da hat sich einst in alten Tagen, was ich erzähl jetzt, zugetragen. Ein Weib, zerbrechlich und betagt, verkaufte fest und unverzagt, am Kirchentor kaum wahrnehmbar, an jedem Sonntag übers Jahr getreu und brav, mit offenen Herzen, den Messbesuchern weiße Kerzen. Jahrzehnte stand das Weiberl da, was es erlebte, was es sah, hat in den langen Lebensjahren kein Erdenmensch von ihr erfahren, nur manchmal lächelte es leise und diente auf bescheidene Weise mit frommen Herzen, gläubig, gern, dem Allerhöchsten Gott, dem Herrn. Das Bücherl vom Kerzenweiberl hat ja nicht nur ein Gedicht, sondern auch sehr viele Fotos. Insgesamt sind es 26 Seiten und das ist, glaube ich, ganz was Liebes. Fred, blätter mal ein bisschen drinnen her. Also wir haben da Bilder von der Basilika, Bilder vom Grab, wo, oder vielmehr von der Gruft, wo das Kerzenweiberl liegt. Und das ist, glaube ich, eine ganz liebe Sache, wenn man sich das durchliest, wenn man sich das anschauen kann. Die Gedichte dazu, die Bilder, ein kleines kulturelles Juwel aus dem Mostviertel. Wir sitzen da in der Corona-Zeit. Die Kultur liegt am Boden, natürlich nicht der Kulturkreis Freisingerberg. Was wir in diesen letzten paar Wochen gemacht haben, ist ja unglaublich. Deine Gedichte, fast jeden Tag ein Gedicht. Wir waren sogar zwei Gedichte, also einmalig. Aber unsere Bücher, auf das kann ich immer stolz sein. Wir haben ja alles gemacht digital und haben natürlich durch das nur weltweit zwar, aber halt nicht diese Verbindung mit den Leuten gehabt. Und da haben wir jetzt Bücher gemacht. Vier Bücher sind fertig. Das erste war das Kerzenweiberl vom Sonntagsberg. Das letzte ist der Amtmann. Dazwischen von der Kirche, von der Grabberghex und so weiter. Und immer Gedichte von dir, Bilder von mir und diese Bücher stellen wir jetzt zur Verfügung. Das heißt, jeder, der das Bücher haben will, kriegt das gratis. Die Unterlage, die digitale, kann sich die Bücher machen lassen. Und so bringen wir was weiter, ohne dass wir unser Vorhaben, wir verlangen nichts, wir wollen kein Geld dafür haben, wir wollen nur was Kulturelles schaffen. Unsere neueste Erfindung der Technik sind natürlich diese neuen Lampen, die was immer dann brennen, wenn zu wenig Licht ist. Fred, schalt vielleicht das Licht ab im Haus und jetzt werden wir sehen, wie schnell diese Lampen ohne Batterie, ohne irgendwas, das heißt über Solar gesteuerte Kerzen, die was dann brennen werden, wenn es genug finster ist im Haus, am Tag, wenn es hell ist, werden sie wieder aufgeladen, da ist Batterie drinnen, eine kleine, aber es wird alles ohne Stromkauf oder Stromzahlen eingeschaltet und es passt. Schalt das bitte wieder ab, das Licht wieder ein und du wirst sehen, man kann die Lampe erlöschen auf einen Sinn, es kann nichts brennen werden und wir haben jetzt sogar in unseren neuen Geschenkpackerl drinnen. Da haben wir das Kerzenweiberl, da haben wir in dem Fall ein bisschen Schokolade, da haben wir eine Wachskerze echte und diese kleine technische Wunderwerk, das was nur brennt, wenn eben das Licht im Raum so dunkel ist, dass man eben Licht sieht. Ich glaube, das ist eine liebe Geschichte, Fred, und da können wir glaube ich stolz sein, wir werden das ein bisschen verteilen und so weiter und werden sicher weiterarbeiten, auch in der Corona-Zeit, für uns viel Kultur. Ich glaube, uns gehen die Ideen nicht was. Da sorgen wir schon dafür. Du bist überhaupt einer, der tolle Ideen hat. Ich versuche das Ganze dann in Worte zu kleiden. Du, in Worte zu kleiden, die sich reimen. Du bist der Administrator von dem Blog und machst das wunderbar. Wo man sich bei mir vielleicht durch den Reim nicht so auskennt, machst du das so klasse, dass der Leser dann weiß, auch weiß, um was das geht.
Aber wir werden das schon hinkriegen. Ja, deine Gedichte, die waren immer ein Wahnsinn und es ist sind's wieder ganz, ganz gut. Man muss da reinkommen, ich kenne das selber, wie das ist und wir können stolz sein auf das, was wir da leisten. Und wir setzen uns wieder unsere Masken auf, wir wollen ja wieder unter die Leute gehen. Das ist richtig.